willkommen zu diesem Video. Ich bin geheilt, der Hanna am Ackerrenner Mulcher und hat auch am Hof die ganze Wiese, die Graswege. Gestern ich habe ein bisschen Hofgeschäft gemacht, wir haben das Mais geredet und wir waren ein wenig unterwegs. Wir haben Sachen, also die Ruder in den Draht eingefädelt. Ja, so ein bisschen Grußgeschäft, wo ich denke, brauche ich jetzt zeigen. Jetzt tue ich heute, ja, wie gesagt, an der Mulcher. Da kann man schon zeigen. Da. Da muss ich lieber da ein bisschen weiter weg. Und weil ich ja zweimal fahren muss, fahre ich jetzt immer einmal am Tag rum, dann mache ich den hier einmal alles rum, dann passt das und alles wieder. So, da ist jetzt nicht so hoch, da kann ich auch ein wenig zügiger fahren. Da vorne der Grasegg zwischen den Maisäcker, der war relativ hoch, da muss ich recht langsam machen. So. Wetter ist recht unbeständig, also heute Vormittag hat es ein wenig geregnet, aber es geht jetzt schon von der Feuchtigkeit her. Beim hohen Gras war das Problem, es hat es runtergedrückt und dann nicht gescheit abgemäht, aber egal. Der Mais hier, der ist jetzt erst gesät worden, der sieht schon ordentlich gut aus, wieder ordentlich Gas schon. War schlechter was von mir, aber egal. Falls ihr euch fragt, was das für helle Flecken sind, was ihr schon in den Videos gesehen habt, das ist Filterkalk von der Weingenossenschaft, wo wir unsere Traube abliefern. Mit dem lehnen sie ja den Wein filtern und mir dann einfach, das ist ja nichts Schlimmes. Nichts halt was übelst nach Weinkellerei sozusagen, nach Weinmacher. Ja, das ist schon schlimm. Hier, da ist mein Sägerät leer geworden. Ich habe zwar zwei Spuren nachgesehen, aber das hat es dann doch nicht gemacht. Jetzt bin ich ja letzte Woche in der gesehen Video nachgefahren. Letzte Woche Mittwoch, heute ist Dienstag, das heißt vor 6 Tagen. Der Mais kommt schon so weit aus dem Boden raus an einige Stellen. Also, na gut, feucht ist, warm ist, also perfekt für Mais. Sind wir jetzt 1,7, also noch ein bisschen. Machen wir 1,6. Ja. Ein bisschen dann schon viel drin hat, so ist das gut. Nicht so arg, ich kann gerne mal kontrollieren. So, jetzt haben wir knapp 1,6 bar. Ich fahre jetzt zur Straße, noch den Deckel drauf machen. Dann gehen wir schnell rüber, drüber schauen. Da ist genau das gleiche. Weil ich noch viel Luftdruck dran. Ja, okay. Ich sehe mal am Ventil. Okay, passt.
habe ich noch. So, jetzt vorne auch noch Druck rausnehmen. Jetzt bin ich mit diesem Schmuckstück gleich unterwegs. Ein Fendt 250 V steht drauf, aber schon 260er eigentlich. Mit dieser schönen Masche-Kreisel-Ecke und einer Fendt-Zwischenachse-Maschine. Aber mit der jetzt nicht sehe. Kann man bloß kreiseln, aber damit kann man halt auch im Weinberg einsehen. Ich tue jetzt den Weinberg, den wir vor 2 Jahren angelegt haben. Den mal nochmal kreiseln, sehen wir dann, um halt Unkrautbekämpfung zu machen, weil so der ist halt noch relativ jung und braucht halt Wasser auch noch, also weil die Wurzeln nicht so tief sind. Deswegen ist halt jedes Unkraut ein Wasserräuber, ein Wasser- und Nährstoffräuber, so wie es eigentlich immer ist. Bis halt später brauchst du halt eine Begrünung, dass halt Erosionsschutz hat und bei Starkregen zum Beispiel halt auch nicht der ganze Dreck immer unterschwemmt. Aber da sind halt die Wurzeln auch tiefer und dann kommen jetzt meistens ihr Wasser. Und ich brauche bei dem Karri Kopfhörer, weil der macht schön Sound. Habt ihr vielleicht schon im ein oder anderen Video schon mal gesehen. Also gut. Thank you.
So, heute ist schon Freitag. Heute war der Schroder da. Hat unsere Gerste voll ins weggeschrotet. Die, die mich auf Instagram verfolgen, die haben es vielleicht gesehen. Also, nein, es nicht. Das laber ich eigentlich. Scheißegal. Auf jeden Fall haben wir noch einen kleinen Rest. Sprechen wir mal keine Tonne mehr. Weil Silo ist jetzt, das Kraftfuhr-Silo ist randvoll. Und jetzt ist so, heute ist der 27. Mai. Und wenn wir jetzt denken, sparsam unterwegs sind, langt es vielleicht gerade noch so bis in die Ernte, dass der Gerste Schrot langt. Also müssen wir jetzt ein bisschen sparsam unterwegs sein damit. Und jetzt tun wir schnell Stroh holen, hier ein bisschen Stroh einstreuen in der Liegebuchte. Habt ihr schon gesehen. Die werden wir halt noch vor den Weiden auslassen. Print dann nachher auch. Ah, ja, jetzt haben wir schon mal Stroh, um einstreuen zu können. Da gar nichts her. Der Radlader, warte mal, 2, 4 packt bloß, der 5. Grad so und halt 3 Stück und man setzt ja meistens 5 hoch und die oberen 2 dann ist der hintere versetzt, also stabil hebt. Das heißt, wenn man 3 runternehmen müssen, ist halt ein bisschen wackelig, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber geht schon. So, wenn ihr gerade das Gespräch vielleicht gehört habt, wir fahren alles die Beine so hoch, weil in der Wind geht, wie jetzt gerade eben. Bloß ein Haufen Stroh, wo oben los ist, da liegt rum und liegt auf dem Weg und ist halt auch blöd. So. Und dass wir jetzt die Kier Stroh, also die Kier Stroh streuen können in der Liegebuchte, kommen sie natürlich jetzt raus auf die Weide. Heute ist natürlich top Weidewetter, Sonne scheint nicht, es ist nicht zu warm. Wir haben hier 25 Grad und ja, hier ist es dann schon wieder angenehmer so. Auf geht's. Ja, komm. Geht nicht, hä? Ja. Obacht, Strom. Sicher? Ja, aber hast du probiert? Nee, ich bin da vorsichtig. Ja. Scheiße.
So, jetzt sind wir bei den Rindern wieder mischte. Aber heute kommt nicht der große Stall, sondern die zwei kleineren Ställe dran, weil nicht dort drückt schon der Mist vorne gegen das Tor. Und dazu müssen jetzt auch raus. Gell, ihr Mistviecher. Wo ist denn der Bulle? Ah, der rennt dahinter rum. So, jetzt sind die Rindviecher draußen. Die gehen gerade raus, weil der eine ist am Anfang klein aus, weil die anderen keinen Bock hat. Die haben sich halt die Kante nicht untertraut. Ich glaube, die waren noch nie, da, zumindest von dem Stall da draußen. Komisch, jetzt sind wir hier im Hof. Ist ein bisschen eng da. Müssen wir halt da ein bisschen lang schieren. Aber kriegen wir alles mal. Jetzt sind wir wieder der 3-10er vom Schwagerkult. Das ist ein Schwager. Bei einem GT hängt eine Spritze dran. Wenn wir mit dem Radlader dahergeguckt sind, ist halt auch eine Stunde rum fast. Und halt den gefragt, weil der kriegt auch den Mist. Der ist verlängert. Zeige ich euch nachher, da ist schon mal Mist abgeladen, aber ich zeige es trotzdem. Auf jeden Fall, für den ist das. Dann kann er seinen Schlepper, seine Wege. Kann man verwenden, so. Panne, schön hohes Gras, gell. Erstmal alles platt rampeln. Aber weiter an sich müsst ihr erkennen. Ihr Gauner. Ah ja, da geht noch was rein, ein paar Mal. Ah, war voll Beige, hä? Schau, ein Stroh gemischt da. Schau, der Erdschaufel und keine normale Schaufel, deswegen kriegst du auch nicht so viel Lauf. Die Schaufel ausgeht schon besser als wie mit dem kleinen GT in der Gabel. Da muss ich ein lustiges Bild einfügen nachher. Oh, hätte ich auch nicht gedacht. Wir sehen sie jetzt. Achtung. So. Jetzt sage ich da am Schnitt. Cut ist auch da. Und jetzt stelle ich fest, dass jetzt irgendwie mir ein paar Dateien fehlen. Einsatz gesehen, es hört auf mit dem Karahook und mischt Fahr. Eigentlich wollte ich auch noch abladen und so ein bisschen was dabei, aber egal, jetzt ist schon so. Also von dem her bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, ganz einfach. Schon egal. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kanal gerne abonnieren, Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Ade.